Bei Christine geht es jetzt um den Einheitslook. Ja, das kann man so sagen. Schuluniformen, wie in England zum Beispiel, da tun sich die Hessen bislang schwer. Das hieße ja, von Kopf bis Fuß die Kinder in einheitliche Anzüge oder Kleider stecken. Ja, aber an der einen oder anderen Schule gibt es schon Schulkleidung, das heißt einheitliche T-Shirts, Pullover, Taschen, Mützen. Ja, zumindest ein kleines Zeichen gegen den Markenwahn, der um sich greift. Heute zum Tag der offenen Tür wird Schulkleidung an der Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt eingeführt. Mit einer Modenschau. Ganz schön aufregend für diese jungen Damen. So sieht die neue Schulkleidung aus. Die Blicke der Eltern und Schüler kleben an ihnen. Genau genommen nichts Besonderes, aber so unauffällig ist es auch gedacht. Gedeckte Farben, kleines Schullogo. Die Idee hatte Rektor Volker Hartmann. Für ihn ist es wichtig, dass das Angebot freiwillig von den Schülern angenommen wird. Die Idee entstammt aus unserer Schulleitungsrunde. Wir haben hier im Umfeld geschaut, was gibt es alles für tolle Ideen. Wir wollten unsere Schule interessanter machen natürlich zum einen und den Schülerinnen und Schülern ein gewisses Maß an Identifikation mit der Schule bieten und zum anderen natürlich auch den Markenzwang ein bisschen die Luft rausnehmen. Und das macht das neue Gymnasium in Rüsselsheim bereits seit 6 Jahren. Schulkleidung ist hier eine zwingende Vorgabe. Es ist eine sehr engagierte Schule. Eine Schüler-Eltern-Lehrer-Kommission hat sich damals für den Einheitslook entschieden. Seitdem betreut Dennis Lau das Projekt. Der Lehrer hält es für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Wir haben hier in der Schule relativ wenig bis vernachlässigbar wenig viel Konflikte. Konfliktpotenzial ist relativ gering. Ich glaube, es ist eine relativ harmonische Atmosphäre hier bei uns an der Schule. Von daher glaube ich schon, dass die Schulkleidung ihre Dienste ordentlich erfüllt hat. Im Unterricht fällt auf, dass die Lernatmosphäre ruhig und konzentriert ist. Das Posen in Markenklamotten findet nicht statt. Im Sommer, so Dennis Lau, fallen auch die irritierend kurzen Tops weg oder die tiefen Ausschnitte. Allerdings riskiert der, der ohne die Schulkleidung kommt, auch Strafen. Ganz wie früher. Es gibt Einträge und blaue Briefe. Für manche Kids ist die Schulkleidung allerdings eine Einschränkung. Man ist schon ein bisschen eingeschränkt, weil man nicht sein persönliches Ich zeigen kann, also wie man drauf ist oder so. Also es halten sich schon relativ viele daran, weil es natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt. Zu anderem wird ja die Schulgemeinschaft dadurch gestärkt. In Rüsselsheim gibt es unterdessen eine ganze Kollektion. In Groß-Umstadt, wo es gerade losgeht, sind es zum Start ein paar weniger Teile. Meine Tochter kam nach Hause, ach Mama, es gibt bald Schulkleidung, da hat mir auch was ganz toll gefallen, das musst du dir mal anschauen, das hätte ich gerne. Und in der Ernst-Reuter-Schule freuen sich alle drauf. Ja, Kleidung ist ein gutes Stichwort. Bei uns geht es jetzt um Hess Natur in Butzbach. Ja, die Firma hat einiges mitgemacht. Eine Berg- und Talfahrt der bekannten